Yay! Und damit herzlich willkommen zurück zu The Sims 4. Ja, alle freuen sich, dass ich zurück bin. Ich mich übrigens auch. Ja, nachdem es mir seit letzte Woche nicht so gut ging, ist jetzt alles wieder supi. Ich kann ohne Problem wieder aufnehmen. Und ja, ich freue mich. Deswegen, ja. Ha, schön. Hab's ein bisschen vermisst. Ja, was haben wir denn zuletzt getan? Ich habe ehrlich gesagt absolut keine Ahnung mehr. Irgendwas wird wahrscheinlich passiert sein. Gut, ich würde sagen, wie geht es denn euch allen gerade? Du solltest mal schlafen gehen. Es ist auch 2 Uhr in der Nacht. Das ist ein bisschen spät. Was ist mit dir? Ja, du solltest eigentlich mal was trinken gehen, aber sonst ist alles supi. Und ich glaube mal, sollte dieser Kleinen was zu essen geben. Schön. Es ist einfach traumhaft. Ja, noch alle am Tanzen sind, finde ich gut. Nee. Verrückte Party ist gerade ein bisschen unpassend. Nein, du sollst... Das ist nicht wahr. Okay. So, einfach ins Bett mit dir. Alles klar. Ich trinke noch was und dann... Alter. Habe ich jetzt gerade was getrunken? Ich glaube einfach nicht. Ich glaube, ich habe einfach nur nichts getan. So, Essen geben an Alicia. Hähnchen-Nuggets. Komm, die sind doch super geil. Morgens um 3. Oh Gott, ey. Da vergammelt ein Stück Kuchen in der Mikrowelle. Raus. Ja, da ist so ein... Da ist ein... Achso, die Mikrowelle ist nicht frei, deswegen. Ja, dann mach das erstmal so. Ja, du kannst es gerne abstellen. Alles gut. Und jetzt müssen sie nicht mehr gemacht werden. Alles klar. Er hat sich einfach gedacht, nö. Wenn ich die nicht... die sind schlecht. Achso, ja gut, dann weg damit. Essen geben an Alicia. Erdnussbutter-Gelee-Sandwich, das passt doch. Uah, der Kuchen, ey. Uah. Gross. So. Na, Kleine. No. Wie sie voll Spaß hat. Da, 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 da. Sehr schön. Guten Morgen, Chloe. Du musst direkt auf Klo, das kenne ich. Oh, Dexter schläft mal wieder vorm Klo. Ist, glaube ich, so sein neuer Lieblingsplatz geworden. Kann das sein? Dass er so gerne vorm Klo schläft einfach? Habe ich das Gefühl. Oh. Okay. Das war ein bisschen weird. Aber es scheint sich nicht zu stören. Dann ist ja gut. So. Wann müsste ich eigentlich wieder arbeiten gehen? In 2 Tagen? Oh Mann, ich will endlich befördert werden. Es dauert so lange. Apropos. Jetzt hier beim Essen. Wir könnten eigentlich echt mal wieder ins Restaurant gehen. Da haben wir also in unser Restaurant. Und mal gucken, wie es da so läuft. Da waren wir ja schon ziemlich lange nicht mehr. Du kannst ja Eier und Toast essen. Wie geht es denn mit mir? Joa, das sieht super aus. Es ist ja eigentlich Christians Restaurant, warte. Hat aber 4 Stunden Arbeit. Na, das ist natürlich nicht so geil. Sollst du vielleicht auch kurz aufstehen? Wir können kurz was zu essen schnappen. Oh, hier ist schon direkt unser Gärtner. Das ist unsere Gärtnerin. Die ist schon ziemlich früh da, ne? Morgens 5 Uhr. Nicht schlecht. Die ist auf jeden Fall startbereit. Wahrscheinlich ist das so das einzige Geld, was sie irgendwie bekommt. Na, willst du es auch essen? Ach, du isst es, alles klar. Ich wollte gerade sagen. No. Süß.
Also irgendwie so, irgendwie in meiner Umgebung, sage ich mal, die meisten Leute können irgendwie Erdnussbutter absolut nicht ab und ich selber finde sie eigentlich voll geil. Also irgendwie so, ja, ist schon ziemlich nice. Irgendwie bin ich generell so geschmacklich, glaube ich, so ein bisschen amerikanisch eingerichtet, so im Süßen her, im Süßen und Salzigen und so. Es gibt auch irgendwie niemanden, der Reese's mag von meinen Freunden oder so. Und ich selber einfach so liebe. Katrina muss in circa 1 Stunde Arbeit sein, das ist vollkommen okay. Da kann sie nämlich auch alleine hin. Was ist los? Oh, was ist los? Nicht weinen. Du hast doch Essen. Warte, ich lass dich mal raus. Oder ich glaube, das mache ich erstmal schon automatisch. Alles klar. So, ich glaube, dann kann ich auch eigentlich mal losgehen, oder? Ja, komm. Wer ist gerade eh nichts Besonderes am Laufen, dann gehen wir einfach mal ins Restaurant und gucken mal, wie es da so läuft. Ich glaube, das wird uns Christian schon verzeihen, beziehungsweise wird wahrscheinlich nichts dagegen haben, wenn wir mal kurz gucken, wie so sein Restaurant läuft. Wäre natürlich ziemlich kacke, wenn es irgendwie schlecht laufen würde. Deswegen immer so ein bisschen nachgucken, das ist immer ganz gut. So, Bistro Sunset. Da reise. Nee, eigentlich nicht du. Oh, warte. Ich natürlich nicht. Morgen, die muss nämlich gleich arbeiten. Sonst hätte sie natürlich gerne mitkommen können, aber wenn sie arbeiten muss, ist es natürlich ein bisschen unpassend. So. Yep. Ich bin auch schon voll gespannt irgendwie darauf, wenn wir unseren ersten irgendwie Einzelhandel oder so haben. Da müssen wir mal schauen, vielleicht irgendwie übernimmt später eins unserer Kinder irgendwie oder macht uns eins der Kinder irgendwie so einen Laden auf oder weiß ich nicht. Und theoretisch dann, wenn es einen Laden aufmacht, dann was? Wird sich auch noch zeigen. Wir werden es sehen. So, Gruppenversammlung von bis. Hups. Da ist mir wohl ein kleiner Fehler unterlaufen. Das ist ein bisschen peinlich. Ja. Du kannst auch gerne nach Hause gehen wieder, ist kein Problem. Aber ihr könnt natürlich gerne hier bleiben. Obwohl, warte mal, stopp, bleib stehen. Weißt du was? Du machst heute einfach frei. Und ich gehe nach Hause. Ich weiß, ich habe heute keinen Job, deswegen macht eigentlich keinen Sinn, dass ich nach Hause gehe, aber es ist halt schon sein Restaurant, deswegen wäre es blöd, wenn er nicht hier wäre. Gibt es ja eigentlich keine Musik? Wieso eigentlich nicht? Also, wieso kann ich mir schon denken, aber. Hatte ich wahrscheinlich entfernt wegen den Gästen, weil die immer tanzen. Das ist auch leider immer noch so. Aber, ja. Aber ich habe gerade eben, als ich gestartet habe, gesehen, dass Sims geupdatet wurde. Denn es wurde gesagt, dass kurz meine Mobs deaktiviert waren, weil halt eben neu aktualisiert wurde. Und dass ich halt ne, die neu aktivieren müsste. Das habe ich ja ganz schnell gemacht, das war ja kein Problem. Nur, ach, ich habe nicht genug Geld. Ach so, wir haben ja. Oh, ich sollte vielleicht mal wieder ein bisschen Geld hier auf die das Dingens übertragen. Oh, wir haben Schulden. Oh, das ist natürlich nicht super. Dann erstmal ein bisschen hier aufs Konto übertragen. Ich denke mal, 5.000 wird okay sein, erstmal. Man muss ja nicht gleich übertreiben. Ich wollte gerade sagen, warum kann ich das denn platzieren? Ich platziere das gerade mit Absicht hier hinter der Wand. Einfach in der Hoffnung, dass die Gäste da nicht tanzen können, ohne dass es eben hier nicht so leise ist. Hier nehmen wir Blues. Dag, Dag. Cheshire,
Bing Kappa so. Ich glaube, das ist ganz gut. Dann bitte einmal Laden öffnen. So ein bisschen Blues ist immer ganz gut. Eva, wie wäre es, wenn du dir kurz an die Rezeption geben würdest? Da kommt der erste Gast. Eva, hallo. Ah, sehr gut. Wo hast du denn den Cup? Hä? Hast du den Cupcake eingesteckt? Oh, was für eine Länge? Oh, nee. Okay, er hat nur Hallo gesagt. Also, er hat schon Hallo gesagt. Das ist schon mal gut. Es war nicht dieses offizielle Hallo, aber es war ein Hallo. Ich dachte schon, dass es von allein ist. Das wäre natürlich ziemlich cool gewesen. Oh, jetzt kommen wir ein paar an. Die Christina und. Die haben ähnlichen Stil, ne? So rote Haare, schwarzes Oberteil, beziehungsweise dunkles Oberteil. So. Schmuck ist denn? Ja, habe ich. Gott, wie viele kommen denn jetzt hier rein? Alter, ganzes Restaurant wäre es mir überschwemmt. Habe ich dich schon begrüßt? Hä? Wie? Ja, wurde bereits begrüßt, okay. Wurde auch bereits gegrüßt. Und die anscheinend auch. Oh, hallo Saskia. Schön, dass du vorbeischaust. Begrüßen, wunderbar. So. Anata ist direkt auf dem Weg. Sie ist direkt in den Startlöchern. Warum stehen die denn wieder auf? Was macht ihr denn? Ich glaube, die wollen zu der Musik tanzen, aber die ist eben hinter der Wand, deswegen können sie da nicht hingehen. Er trainiert hier erstmal, das ist natürlich auch gut. So, Anata muss ich erstmal auch kurz loben, dass sie das so gut direkt in Angriff genommen hat. Und dann auch kurz Schulung bezahlen. Danke für das Feedback, Christian. Ich lasse es mir durch den Kopf gehen. Okay, freut mich. Haben wir eigentlich Frühstück? Buffet? Also so Frühstückskarte? Das war falsch, ich wollte hier drauf. Was haben wir denn so auf der Karte? Joa, so ein Brötchen. Gibt es nichts, was wir irgendwie noch so frühstücksmäßig anbieten können? Oh, Kartoffelbrot ist lecker. Frittiertes Gemüse. Ach so. Getreide, vegetarisch, Fleisch. Geht jetzt irgendwie. Ach so, ja, ich bin ziemlich schlau, ich weiß. Ja. Hier, komm mal, Rührei mit Speck können wir nochmal mitnehmen. Dann Schwierigkeit von 1 von 5. Okay, das geht ja noch klar. Pfannkuchen 2 von 5 ist auch noch okay. Kleine Fleischbällchen. Tofuhühnchen. Ich weiß, ich soll es nicht übertreiben. Aber ich will so ein bisschen das Neues mit reinbringen. Aber der ist natürlich zu schwer für jetzt gerade. So, warte, dann können wir vielleicht mal irgendwie Mmh.
Ach, komm, egal, lass mir das drin. Ach, er hat sie. Nee, kann ja auch nicht sein. Oder doch? Hat er sich das vielleicht irgendwie gekauft bei uns? Oder irgendwie auch nicht, weil es ja eben sein Laden ist und so. Zombie-Kuchen, geil, nehme ich mit. Und Cannoli, so. Nur so ein bisschen was Neues. Hey, danke, Christian. Das ist eine tolle Chance, meine Fähigkeiten zu verbessern. Das freut mich. Also bis jetzt sieht die Bewertung auf jeden Fall richtig gut aus. Ich will den Tisch überprüfen, weil irgendwie scheint sie noch nicht so begeistert zu sein. Ich wollte noch einmal nachhören, ob der Service zufriedenstellend ist. Ich hoffe doch. Boah, 5 Sterne. Geil. Er ist der erste Typ, der 5 Sterne vergibt für unser Restaurant. Das ist ziemlich geil. Und sie sind inzwischen auch 4 Sterne. Sehr schön. Lieber Fabian, du bist super. Ich überprüfe gleich mal den Tisch, nicht, dass er gleich eine 5 Sterne verliert. Ah, sehr schön, die Wunde eingelöst. Perfekt. Geil. Boah, das sieht richtig gut aus. So. Die Bestellung von denen wurde schon aufgenommen, oder? Ich hoffe doch. Wäre schlecht, finde ich. Ja, nicht auf den Tisch stecken. Ja, Christian. Das kannst du nicht machen. So. Ah ja, da kommt das Essen schon. Durch den Tresen durch. Dann eben bestellt. Grillkäse normal. Fruchtpunsch normal. Ich glaube, wir sollten Sebastian noch mal kurz eine Schulung bezahlen. Schnell gerade noch. Zubereitungsart erörtern. Und Yumiko können wir auch noch mal eine umfangreiche Schulung geben. Damit die beiden das auch perfektionieren, natürlich. Klar, hier, Sebastian ist natürlich gerade erst neu, deswegen. Ne? Erstmal kurz auch loben, dass er das Ganze so gut macht. Weil ich meine, es ist noch nichts angebrannt oder so. Na prima, meine Freizeit die Schulbank drücken, das ist genau das, was ich mir gewünscht habe. Tut mir leid, meine Liebe, aber leider brauche ich Qualität in meinem Betrieb. Und. Ui, die Gäste räumen von alleine auf. Finde ich gut. Da muss man auch mal ein bisschen Zeit opfern, damit man eben auch besser wird. Ja? So ist das. Ich meine, guck mal, im Endeffekt lohnt sich das ja, weil du bist nicht nur im Job besser, sondern hast auch im Privaten bessere Fähigkeiten. Und das ist natürlich auch für dich gut. Und wir haben gleich erstmal einen Alien-Gast. Sehr gut. Direkt mal begrüßen gehen, lieben Enrico. Du bist, glaube ich, dass es Enrico ist. Bist du Enrico? Ja, du bist Enrico. Sehr schön. Man kann ja nicht viel über dein Aussehen sagen. Du bist halt ein blauer Alien. Das ist jetzt nichts so Spezielles. Das ist mit dem Joghurt. Kannst halt nur futtern, ey. Kommt rein, ist ein Cupcake, holt sich dann Joghurt. Sehr gut. So, morgen ist Arbeiten, also fleißig arbeiten, Katrina auch. Perfekt. Okay, wir kriegen auf jeden Fall, also die 4 Sterne sind mega greifbar. Weißt du was, ich glaube, ich werde an der Tat einfach mal befördern. Nachdem sie das gleich gesagt hat. So, jetzt. Werde ich an der Tat einfach gleich mal befördern und Sebastian auch. Komm, die beiden sind echt gut gerade. Oh, und Christian ist krank. Sehr schön. Wen haben wir hier? An Mr. Weißhaupt. Danke, ich habe echt hart geschuft und bin froh, dass es dir auch gefallen ist. Natürlich. Ich meine, dafür, dass sie gerade erst angefangen haben, stellen sie sich halt echt super gut an. Ich weiß nur so am Anfang.
dass sie dann automatisch immer runtergestuft wurden wegen des Service. Und ich meine, die beiden haben jetzt erst angefangen und haben schon ungefähr so ein Level. Ne? Das ist natürlich gut. Eine Beförderung für mich? Ich, na klar, das wurde ja auch Zeit. Ich meine, vielen Dank, Herr Price. Ich fühle mich geehrt. Das ist doch Subi. Na, wir müssen gucken, was mit ihr ist. Sie hat noch eben 3 Sterne. Und eben Enrico auch. Ist ein bisschen komisch, dass ihrem Tisch Nachbar, also ihrem mit ihre Begleiter 4 Sterne haben, aber die selber haben nur 3. Gruppenversammlung hat begonnen. Ja, die hat auch eigentlich nie geendet. So, wie sieht's aus mit den mit Kost, mit dem Umsatz? Genau, ist schön. 211, das sieht gut aus. Und wir haben bis jetzt 6 Stunden geöffnet, haben 5 Gäste gehabt, alles klar. Nee, das war ich nicht. Ich wollte hier drauf. Mal gucken, was wir noch für die Vorteilspunkte holen können. Neugierige Gäste. Gericht empfehlen wird freigeschaltet. Komm, das können wir eigentlich mal machen. Also jetzt ist ja schon wieder inzwischen 4 Sterne. Haben wir denn jemanden, dem wir irgendwie was vorschlagen können gerade? Nee, oder? Nee. Die haben alle schon bestellt oder gehen gerade. Da müssen wir kurz darauf warten. Aber ich würde sagen, das machen wir erst im nächsten Part, denn ich mache hier einen Cut und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder hier bei The Sims 4 und bis dahin sage ich einmal ciao.